Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier zu sein an diesem Eco-Natur-Kongress, der sich diesem Thema Wasser widmet. Herzlichen Dank auch an die Organisatoren für die Einladung. Denn ich freue mich besonders, weil Wasser, wie Sie schon angetönt oder hören konnten vorher in der Ansprache, Wasser war in den Verhandlungen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, die wir seit 2013 bis 2015 an der UNO führten, eine Schweizer Priorität war. Und dazu möchte ich Ihnen etwas mehr erzählen. Aber beginnen wir doch mal mit den Herausforderungen, die sich uns global stellen. Wir hatten heute einen Schweizer Fokus bisher, jetzt aber auf globaler Ebene, wenn man alles mal anschaut, die globale Wirtschaft, dann gibt es doch einige Fakten, die man kennen sollte. Die Wasserkrise verursacht jährlich 94 Milliarden US-Dollar an Kosten in der Bewässerung, zum Beispiel, eine Zahl. Eine nächste wäre die inadäquate oder nicht nachhaltige Wasserversorgung und sanitäre Anlagen kosten die Weltwirtschaft jedes Jahr 260 Milliarden US-Dollar. Die Weltwirtschaft verliert jährlich auch 120 Milliarden US-Dollar aufgrund von Infrastrukturschäden, die Überflutungen in urbanen Gebieten verursachen. Da sind wir schon bei fast 500 Milliarden jährlich, die wir Verlust haben aufgrund der Wasserkrise und der inadäquaten Antworten darauf. Jeder dritte Mensch, und das sind doch immer noch 2,4 Milliarden Menschen, hat kaum oder gar keinen Zugang zu adäquaten sanitären Anlagen. Einer von 10 Menschen, 663 Millionen, um konkret zu sein, hat kaum oder gar keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Hier hat man weltweit in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel Fortschritte gemacht, aber Sie sehen selber, die Herausforderungen sind immer noch groß. Und dann 1 Milliarde Menschen, doch immerhin noch, die haben keine Toilette. Also die Herausforderungen, die sich uns stellen und auch im Rahmen der Verhandlungen zu nachhaltigen Entwicklungszielen, die wir, wie gesagt, 2013 in der UNO begonnen haben, sind riesig oder waren riesig und sind es seither auch geblieben. Wasser ist in der Tat eine unersetzliche Ressource und in zunehmendem Maße durch die globalen Veränderungen beeinflusst. Sie sehen hier ein paar Trends, natürlich Demografie, Migration, Urbanisierung, Klimawandel, Wachstum, auch das Wirtschaftswachstum. All diese Trends haben einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Wassersicherheit weltweit. Und wir befinden uns eigentlich auf einem Pfad hin zu einer Welt ohne genügend sicheres und zugängliches Süßwasser. Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2025 2/3 der Weltbevölkerung unter Bedingungen leben, die von Wasserstress geprägt sind. Wasser kann daher auch eine Quelle sein für Instabilität, für Spannungen, für Konflikte. Sie können sie verursachen, sie können sie verstärken, sie können beitragen zur Fragilität von vielen Ländern, vor allem im Süden. Also die Wasserkrise ist eine globale Herausforderung und deshalb braucht man auch globale Antworten darauf. Und das war die Idee mit dem sogenannten Ziel 6 zu Wasser, dem nachhaltigen Entwicklungsziel Nummer 6. Und dieses reiht sich ein in 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die die Weltgemeinschaft, die Regierungen, die Staatsoberhäupter im September 2015 in New York an der UNO verabschiedet haben. Und die Schweiz war da mit dabei, vorne dabei, kann man sagen. Und wie gesagt, das Ziel 6 war für uns in den Verhandlungen ein ganz besonderes Anliegen. Die Schweiz gehörte nämlich schon ganz früh in diesem Prozess zu den Ländern, die sich stark gemacht haben für ein umfassendes Wasserziel. Es gab bis 2015 ein sogenanntes Millenniumsentwicklungsziel zum Zugang zu Trinkwasser und sanitären Anlagen. Das war so ein Unterziel von 8 verschiedenen Zielen und das hat eigentlich gute Fortschritte gemacht. Aber es war sehr einseitig. Deshalb hat sich die Schweiz schon früh dafür eingesetzt, dass ein alleinstehendes, universelles Ziel, auch ein nachhaltiges Wassermanagement, diese Aspekte beinhalten sollte.
dass die Wasserqualität angesprochen wird, die Abwasserbehandlung und auch die ganze Resilienzfrage bei wasserrelevanten Katastrophen und das alles auch noch über die Grenzen hinweg, also nicht unbedingt nur nationale Politiken. Schon früh im Prozess hatten wir einen Vorschlag gemacht, den Sie hier sehen auf der Folie, A Water Secure World for All, ein Ziel mit 4 Dimensionen. Die Schweiz war das erste Land, das so eine konkrete Vorstellung hatte. Die wurde auf Bundesebene ausgearbeitet, aber mit dem Beitrag von vielen anderen Akteuren in der Schweiz, auch im Rahmen des Swiss Water Partnership. Und es ist uns damals gelungen, auch UN Water, diesen Mechanismus in der UNO zu Wasserfragen, zu mobilisieren. Sie haben ein paar Monate nach unserer Broschüre oder nach unserer Empfehlung eine eigene gemacht, die sah fast gleich aus. Dann konnten wir internationale Organisationen allgemein, die mit diesen Fragen zu tun haben, davon überzeugen, dass es ein solches Ziel braucht. Unser Burkhalter war persönlich in New York und hat zu einer Allianz ausgerufen, damals 2014, und über 50 Staaten mobilisieren können, sich für dieses Ziel einzusetzen, und das ist gelungen. Auch internationale und nationale NGOs haben sich dann mit der Zeit stark gemacht dafür. Jetzt haben wir dieses Ziel seit Januar 2016 ist es gültig. Es ist eine universelle Zielagenda, heißt auch die Schweiz muss sie umsetzen oder soll sie umsetzen. Es ist nicht ein rechtlich verbindliches Abkommen, aber dennoch politisch verbindlich, kann man sagen. Und auf internationaler und nationaler Ebene tun wir das oder haben damit begonnen, auszuschauen, wie wir diese Ziele angehen sollen. Wenn Sie jetzt dieses Ziel 16 anschauen und vergleichen mit dem Schweizer Vorschlag vor 3 Jahren, sieht der zu 80-90% genau so aus, wie wir uns es gewünscht haben. Man hat dort all diese 4 Aspekte, die Dimensionen wieder drin. Man hat sogar noch eben erstmals auch grenzüberschreitende Gewässer angesprochen. Das ist ein Riesenfortschritt. Das SDG 6 ist eigentlich ein Sinnbild für die ganze Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit den 17 Zielen. Denn diese Agenda, ich habe es gesagt, ist universell gültig, also für alle Länder. Und auch das Wasserziel ist stark ausgerichtet an universellen Menschenrecht zu Wasser, das es ja gibt. Die Schweiz war auch verantwortlich dafür, dass dieses Menschenrecht explizit im Abschlussdokument der UNO-Verhandlungen erwähnt wird. Das ist eigentlich das einzige Land, das wirklich darauf gepocht hat, dass man dieses Menschenrecht erwähnt. Sind nicht alle Menschenrechte erwähnt, natürlich. Es ist ein holistischer Ansatz, der verfolgt wird mit dieser ganzen Agenda für nachhaltige Entwicklung. Es geht eben um die 3 Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung plus noch weitere wie Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Partnerschaften. Und so ist auch das Ziel aufgebaut. Ich habe es gesagt, es hat die verschiedenen Dimensionen, die es abdeckt. Und man kann sagen, das Wasser ist eigentlich in 2/3 all dieser 17 Ziele auch relevant. Oder es gibt Querverbindungen zwischen dem Wasserziel und vielen weiteren Zielen und Unterzielen und insofern integriert angegangen. Also auch die Partnerschaften, die es braucht für die Umsetzung, sind eigentlich sinnbildlich dafür, wie man das integrierte Wasserressourcenmanagement angehen soll. Denn es braucht Koalitionen, keine einzelnen Akteure oder nur Staaten können ein Ziel wie dieses, das so integriert und umfassend ist, alleine umsetzen. Es braucht Akteure aus dem Privatsektor, aus der Zivilgesellschaft mindestens so stark wie die Staaten. Die Schweiz versucht natürlich, auch weil es eines der wichtigen Themen war, in den Verhandlungen dieses Ziel ernst zu nehmen und umzusetzen und auf internationaler Ebene, Sie hören es, ich muss schon bald wieder abschließen, auf internationaler Ebene haben auch schon in den Verhandlungen eine Brückenbauerfunktion gespielt, nicht nur zwischen verschiedenen politischen Lagern, sondern auch zwischen der sogenannten Policy-Ebene und der tatsächlichen der Umsetzungsebene. Wir haben eben Akteure dabei gehabt, auch in den Verhandlungen, die sie begleitet haben, die wirklich etwas verstehen von der Sache, nicht wie ich, einfach nur politische Verhandler sind. Und wir unterstützen jetzt auch Partnerländer, die Unterstützung brauchen bei der Ausarbeitung von Umsetzungsstrategien. Im Wasserbereich haben wir 3 Partnerländer, mit denen wir sehr eng daran arbeiten.
Der Schweiz war es auch immer besonders wichtig, darauf zu achten, dass man sich Ziele setzt, die man anschließend auch messen kann. Und das tun wir auch heute noch. Wir setzen stark auf Monitoring und haben eine Zusammenarbeit im Wasserbereich mit verschiedenen Programmen, die Sie hier sehen. Und wir werden auch hier weiterhin Druck machen, dass man sieht, welche Länder tun was. Aber es geht nicht nur um eine nationale Umsetzung oder eine internationale Umsetzung, nein, wir müssen auch darauf schauen, was die Schweiz mit ihren Aktivitäten tut und welchen internationalen Einfluss sie hat. Und hierfür gibt es diesen sogenannten Wasserfußabdruck als Messinstrument, mit dem man schauen kann, wie viel des Wasserverbrauchs kommt eigentlich aus dem Ausland, ist importiert mit den Produkten, die wir konsumieren. Und das ist, man höre und staune, über 82%, die wir an Wasserverbrauch im Ausland generieren. Oft in Ländern, die eben nicht große Wasservorräte haben. Wenn Sie sehen, wenn man diesen virtuellen Wasserverbrauch anschaut, dann sehen Sie, dass viele Produkte sehr viel Wasser generieren in der Produktion, bis sie dann wirklich konsumiert werden in der Schweiz. Kaffee gehört zu den größten. Eine Tasse Kaffee, 140 Liter Wasser. Und hierfür ein Beispiel, haben wir auch eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren, unter anderem Nestle in Vietnam, wo es darum geht, den Wasserverbrauch schon in der Produktion massiv zu reduzieren. In diesem Projekt ist es uns gelungen, bis jetzt 40-60% des Wasserverbrauchs zu reduzieren, bei der Produktion, aber dann auch weiter in der Wertschöpfungskette. Und das ist auch ein Beitrag zum Ziel 12, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion. Ja, ich muss abschließen, Sie hören es, der Wasserfall wird immer lauter, nur um zu sagen, die Überprüfung, die findet statt, und zwar auch auf globaler Ebene. Die Schweiz wird im nächsten Jahr einen ersten substanziellen Umsetzungsbericht der Nachhaltigkeitsziele präsentieren an der UNO, und Wasser ist eines der Ziele, das dann auch speziell angeschaut wird in dieser Überprüfung. Und da sind wir natürlich vorne dabei. Das war es 2-3 Minuten zu spät. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und das Engagement.